Es ist Choreotag. Heute beginnt für die My Move Dance Crew das Training für den großen Bühnenauftritt. Richtig schön, dass jetzt die Choreo anfängt. Man hat sich darauf jetzt schon die ganze Zeit gefreut. Und jetzt beginnt es halt wirklich. Und deswegen ist die Laune, wie man sieht, ziemlich gut. Und deswegen haben wir uns schon extra fürs Training mit so einer Tanzanlage eingestimmt. Wir haben ja gestern den Song gehört und jetzt werden wir heute anfangen und das ist schon spannend. Hallo! Neuer Tag, neues Glück. Yes! Wir fangen an mit dem ersten Chorus. Ja, wir rollen das Pferd so ein bisschen. Also es ist, wir fangen jetzt nicht von Anfang an an, sondern wir machen erstmal den Chorus, um so ein bisschen den Ton zu setzen. Toni, geh mal hier rüber. Isabella, ihr seid Pendants zusammen, ja? So, Pendants ist ja immer so gleiche Größe, gleiche Energie und ich denke, das passt ganz gut, da Toni und ich ja so beide die ähnlichen Styles tanzen und dadurch auch so ähnliche Energie haben. Celine, du gehst auch hier rüber. Mireia, du bist ihr Opposite. Für den Chorus, den Refrain, teilt Sarah die Crew erstmal auf in zwei sich gegenüberstehende Tänzer, die Pendants. Und das Opposite bist du mir, ja? Dann, wo ist dein Pendant, Leonie? Die Lin, ne? Alles gut. Der Chorus ist immer so wie ja, der Performance-Highlight, so wie im Song auch. Ne? Der Chorus hat eine sehr wichtige Funktion. Es ist das, was den Leuten am meisten im Ohr ist. Und so soll es auch sein, dass die Choreografie natürlich einen totalen Impact macht. Und auch, die ist sehr komplex, die Choreografie. Und deswegen habe ich gedacht, okay, fange ich gleich mit sowas an. Hum, ta, ta. Down. Jede Seite der Crew führt die Schritte jeweils in die andere Richtung aus. Hep. Ta, ta. Yes. There's something in between. Sag mal, das Mikro, wenn das an ist, wenn sein Mikro an ist und ihr so trampelt, dann hört man in dem Mikro nur euer Getrampel. Ihr seid wie so die Geheimagenten von Mile, ja? Deswegen muss das alles auch so ein bisschen schukaka. Ja? Das hat eher so eine. Die sind halt auf so einer geheimen Mission und versuchen herauszufinden, sind wir jetzt touching und loving oder sind wir strangers oder sind wir lovers? Also sind wir, wo sind wir denn? Wo stehen wir denn? So ein bisschen auf Halb-Acht-Stellung sein müssen und deswegen auch total so eine Spannung haben, aber auch selbstbewusst. Puh. Scha, ich drücke mich praktisch mit dem äußeren Bein ab. Hep, hep. Versucht es umzusetzen. Willkommen im Profitraining. Jede Bewegung wird ganz präzise erarbeitet. Da muss Power rein. Schum, hä, schum, hä, hä. Ja, die Power liegt bei dir gerade hier im Nacken. Hum, hum, aha. Guck mal, wie gut das aussieht, wenn ihr das so, ja. Also es sieht noch nicht ganz gut aus, aber es hat Potenzial. Was machst du, einen toten Basketball noch irgendwie beleben? Trippeln oder? Oh, pff, oh, pff. Here we go. One, two, three, four, five. There's something in between. Oh, boah, das ist aber Kartoffelbrei. Das muss akzentuiert werden. Nicht nur eine Nudel. Something in between. Nee. Klare Linien. Auch hier die Hand. Schum. Ha. Yes. Weißt du, was ich meine, Toni? Ein bisschen mehr hier runter. Den Rücken runter. Runder, aber hier unten und da oben gerade und dann hier tap. Ja. Ja, das ist die Feinmotorik, die ich meine, ja? Da merkt ihr, wie unterschiedlich ein Schritt sein kann. Nur weil ich das Becken anders mache, weil ich die Schulter, weil ich das hier, weil ich da. Boah, da gibt's, da kann man eine Doktorarbeit drüber schreiben. Deswegen ist es so wichtig, dass ihr genau hinguckt. Daran sehe ich einfach, ihr guckt nicht richtig hin. Das ist nicht die Reise, wer kann es am schnellsten, ja? Sondern ihr werdet zu besseren Tänzern, okay? Wer es am schnellsten kann, heißt nicht, dass er deswegen auch gut ist oder besser, okay? Jeder hat einen anderen Pickup, it's fine. Nur die Qualität ist nachher das Ausschlaggebende. So, und jetzt das erste Mal auf Musik. Two, three, four, five. Diese Choreografie ist keine leichte Choreografie. Definitiv nicht, nein. 5, 6,
between. Yes! Diese Choreografie würde ich auch mit Profitänzern machen. Ja. Also das ist immer so ein bisschen der Anspruch, dass sie auch wirklich dieses Business schnuppern. Ne? So, dass sie da so reinschnuppern und merken, so, oh, okay, ach, so ist das. Vor allen Dingen nicht nur die Schritte, sondern wie man daran arbeitet. One, two, three, four, five. Samba, ba, shu, shu, ga, ga. Ja, ein bisschen länger halten, ja. Das heißt, wenn ihr seid, shu. Ich zerlege ja jede Bewegung und mache die auch 100 Mal mit denen durch. Und bin ganz pingelig, wie die Ausführung ist. Und ich gehe auch ein bisschen tiefer ab. So krass pingelig kann man gar nicht sein in einem normalen Tanzunterricht. Aber wenn man im Profitraining ist und stundenlang für eine Performance trainiert, dann zerpflückt man die. There's something in between. G-gung-gung. G-gung-gung. Und ihr guckt dann auch zum Künstler. G-gung-gung. Ja. Yes. Mhm. G-gung. Mach, versuch's ein paar Mal. Sam. Wenn man diesen Move macht, das fühlt sich halt irgendwie anders an, wie eine Schildkröte. Weil das ist ja, die laufen ja immer so. Hep, gugung, gung, gugung, gung, gugung, gung. Aber man denkt erstmal, oh shit, Sarah ist jetzt hier. Gugung, gung. Ich habe jetzt was falsch gemacht und ich kann das nicht. Gugung, 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 gugung. Und hoch und Faust. You gotta pump it up, yes. Aber wenn es nochmal mit Sarah mitgemacht hat und es besser klappt, fühlt man sich dann auch schon mal nochmal besser. Three, four, five. There's something in between. In. Was ist das? Das ist richtig eine Attacke. Das ist nicht ein Wum. Ha. Schuh. Pa. Also mehr wie vormachen kann ich denn nicht. Kann ich in deinen Körper reingehen. Du musst mehr aus deinen Beinen arbeiten. Noch mehr rein. In deine Beine. Mhm. Aber jetzt nicht die Energie anhalten, weil sonst wird es zu kurz, siehst du? Du musst sie kurz loslassen und dann runterziehen. Ja, besser. Also loslassen nach oben und runter mit der. Ja, that's the one. Ja? Das muss dir aber auch auffallen ohne mich, ja? Aha. Nächstes Mal. One more time. Es ärgert mich selbst, weil ich das Gefühl bekomme, dass ich halt nicht gut genug hierfür bin. Obwohl ich eigentlich gut genug hierfür bin, sonst wäre ich ja nicht hier. Leonie ist mir noch zu unaktiv. Sie gibt mir noch nicht Vollgas. Das verstehe ich nicht, weil ihr Potenzial ist echt groß. Aber sie hält sehr zurück. Und da bin ich gespannt. Ich bin gespannt, wann der Knoten platzt. Out. Noch haben alle 4 Wochen Zeit bis zum Auftritt. Dann muss alles sitzen. Faust. Schum. In. Out. Huu. And. Schum. Hep. Hep. Yes. 7, 8. Mach das trotzdem mit, auch mit Power trotzdem, ja? Schum. Das muss richtig so. Hep. Schum. Ah, ah, ah. Ah, ah, ah. Das muss alles eine Dringlichkeit haben. Jetzt geht die nach innen. Hum. Raus. And. Gugung, gung. Gugung, gung. Ja. Als ob ihr jemanden so an der Nase rumführt. Zoom. Und pointet aber nach außen. Genau. Mhm. Da, da, da. Mhm. Da, da, da. Da, da, da. Here we go. Hier. Noch einmal. Zoom. Zoom. Nach innen. Außen, in, da, da, da. Auf touching. Und jetzt geht ihr nach außen. Hum, scha. Als ob ihr so Scheinwerfer an den Fingern hättet. Hum, ha. Aber nicht das, sondern zoom, nach außen. So, ja. Mhm. Hum, ha. Genau, und vom Gefühl her ist es das. Ihr scheint so diesen Scheinwerfer hier an. Aha, hier. Und spreizt richtig die Finger. Hum, und zieht es wieder zurück. Yes. Hum, schum. Nein, ich mache nichts mit dem Kopf. Nein. Denk nicht, du bist zu sehr in deiner Komfortzone, was du so, was für so ein Ding so. Du musst mehr in der Story bleiben. Hab, ich mache nicht sowas. Ich mache nicht das. Das ist eine ganz andere Nummer. Ich verstehe total, was sie meinen. Ich glaube, ich brauche so einen Schalter, der mir dann quasi, wo ich umschalte, mehr mit mehr so Power, also gar nicht unbedingt die Power, sondern einfach mehr dieses Gefühl auch bekomme, so härter zu tanzen. Nicht so lieblich. Denk nicht Gänseblümchen. Agent, du bist ein Agent. 7, 8, 7, 8. Du musst schon fertig machen. Also nicht da noch weitergehen. Yes,
Ja, ja. Wum. Ja. Und jetzt ist es gleich das andere genauso darüber. So eine Dringlichkeit. The touching and loving. Ha! Here we go. Seven and the touching and loving. Ha! Mhm. Ich möchte sehen, dass ihr bewusst arbeitet und jetzt nicht einfach stupide 5000 Mal durchmacht, bis ich was sage. Ja? Bis ich euch ein Feedback gebe, sondern ihr gebt euch auch Feedback. Ja? In eurem Köpfchen. Sehr schön. Here we go. Mit Musik. Von Sarah angeleitet zu werden, ist das eine. Die Feinheiten in der Ausführung auch selbst zu sehen, das andere. Ihr bleibt nicht in meiner Story, ihr macht eure eigene draus. Das ist der Knackpunkt hier. Ihr müsst in dieser Geheimagenten, coolen, wir sind, es ist so ein bisschen alles dunkel, wir sind auch wie so im Industriegelände, da sind lauter Scheinwerfer und ihr wisst nicht, wo begibt sich die Gefahr, so. Wisst ihr, was ich meine? Das ist voll wichtig, dass ihr in so Stories bleibt, was man einem vorgibt. Auch wenn es gar nichts mit der eigenen, mit deinem eigenen Grundcharakter zu tun hat. Also ich laufe jetzt auch nicht so die ganze Zeit durch die Straße, ja? Hey! Ja, sondern das ist wie eine Schauspielerrolle, die wir hier annehmen. Ja? Also nicht nur genau tanzen, sondern auch schauspielern. Das ist neu für alle. Ich fand das so voll gut erklärt von Sarah, dass wir stärker an die Sache rangehen sollen und auch ein bisschen so Gangster-Vibes einfach. Und jetzt nicht so, ja, dieser gerade Rücken, so Nase hoch, also sowas ist er nicht. Es ist wirklich so dieses männlichere. Hey! Ich fand tatsächlich das mit den zackigen Blicken und zur Seite gucken sehr spannend und interessant, weil ich hatte das ja noch nie. Ich finde das voll eine coole Idee, wie Sarah das gemacht hat mit der Ausstellung, dass ein paar dass wir dann immer wieder, also es zwei Gruppen gibt und die gehen dann zueinander und dann wieder voneinander weg beim Tanzen und spiegeln sich so. Das ist richtig cool. Es hat mich halt einfach sowas von genervt, dass ich diese Choreo nicht perfekt hinbekommen habe. Und immer wieder rausgekommen bin aus der Choreo. Geht das noch für euch einzeln, selber, alleine durch, ja? Damit sich genauso Feinmotorik-Sachen heute noch mal, okay, was war das? Was war das? Was war das? Dass es nicht das wird, ne? Hier, hier, die Sachen, alle, wie, ha, ah, hier ist Faust, ah, hier bin ich hier, wie sieht das aus, ja? Beschäftigt euch damit, damit ich auch sehe, dass ihr morgen vorbereitet hier reinkommt. Ah, oh, was meinst du? Was ist los? Ja, ich habe halt das Gefühl, dass es nicht so gut. Hey, solange ich lächle, ist alles okay. Eigentlich wollte ich das gar nicht zeigen. Also eigentlich wollte ich gar nicht weinen. Ich kann stolz auf euch sein. Wirklich, ich kann alles stolz auf euch sein. Come on! Irgendwie war es befreiend, ihr das zu sagen und ihre Antwort zu hören. Deswegen war ich danach auch ein bisschen fröhlicher. Ich glaube, das ist super wichtig, dass das heute passiert ist. Dass man seine Wahrheit, wie auch immer, ob das die wirkliche Wahrheit ist, aber dass man das ausspricht und auch loslässt dadurch. Acht Uhr morgens in der Tänzer-WG. Six, seven, die MyMoveDance-Crew macht sich fertig für den Tag. Die Choreo noch mal geübt, gestern Abend und heute Morgen, um sicher zu sein, dass ich die noch mal drauf habe. Ich habe noch vor dem Training das Touching and Loving ein bisschen geübt. Damit ich für mich einfach auch die Verbesserung sehe, aber natürlich auch Sarah. So, lass mal sehen. One, two, three, four, five, six, seven, eight and one. Two, three, four, five, six, seven, eight, one, two, three, four, five, six. Aber irgendwie ist am dritten Trainingstag die Luft raus. Four, five, six, seven, eight. Das ist sehr unsauber. Die Bewegungen müssen klar und deutlich sein. Also die Einzige, die gerade an ist, ist Celine. Mit allen anderen habe ich keine Ahnung, wo ihr seid. Bei Celine merke ich, die ist da, die ist präsent. Das muss ich jetzt einfach mal so sagen. Es ist ein sehr schönes Gefühl, wenn Sarah einen lobt, vor allem, weil es auch nicht so häufig passiert und man fühlt sich dann irgendwie noch motivierter. Ich möchte euch nicht unterstellen, dass ihr nicht
Gas gebt oder dass ihr euch nicht Mühe gebt, aber ich sehe es nicht. Es kommt nicht an, sagen wir es mal so. Richtiger Kreis, mehr. Richtig groß raus, Lynn. Genau. Wum, 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 wum. Ist das die richtige Richtung, Leonie? Ohne dass ich dir das sagen muss, kannst du das umsetzen, bitte? Mhm, dann mach mal. Mhm, geh ein bisschen mehr in die Knie. Hum, 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 hum. Here we go. 7, 8, we have 1. Habe ich gerade gesagt, auf welche Zielzeit ist es? Gut, dann mach das auch bitte auf 3. 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ihr müsst mehr, guck mal, hum, sha, go, hum, hum. Ihr müsst mehr aus den Beinen auch machen. Hep. Und ich muss den ganzen Oberkörper sehen. Here we go. 5, 6, 7, 8. We have 1, 2. Daran merke ich, dass ihr nicht fokussiert seid. Ihr verratet euch selber. 5, 6, 7, 8. We have 1. 5, 6, 7, 8. We have 1, 2, 3, 4. Go. 5, 6, 7, 8. Weg. Nimm die Wut und nimm das, was ihr gerade fühlt und packt es da rein in euren Tanz. Nicht runterschlucken und dann so tun, als ob das einem nichts ausmacht. Natürlich macht einem das was aus, wenn jemand so einen Druck aufbaut. Aber nimmt den raus, werdet nicht kleiner, sondern okay, okay, du willst das, alles klar, ich mach das jetzt. Hab, hab, das Gefühl möchte ich gerne. Ja, Leonie, die hat mich heute richtig zur Weißglut gebracht. Hat sie dann aber auch gemerkt, war selber mit sich frustriert, dass ihr Körper irgendwie gar nicht mehr funktioniert, dass es jedes Mal angefangen hat. Aber das sind alles die Reisen, wo die hin müssen. Ne? Die müssen frustriert werden mit sich selber. Und alle 8 werden in den nächsten Wochen immer wieder an ihre Grenzen kommen. Mach weiter, komm. Zack, 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 zack. Und spür die Energie. Hep, nimm dir den Platz. Hep, 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 hep. Versuch mich mal ein bisschen nachzumachen. Komm, hep, 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 hep. Hep, du willst hier hingucken, da hingucken und da hingucken und da hingucken. Hep, ich guck sowieso über den Balkon hier drüber. Ha, ach da, guck mal. Und hier auch. Ah ja, mhm. Ach, da gießt gerade seine Blumen da draußen. Ah ja, aha. Bei mir heute war die größte Herausforderung so diese mäßigen eher Hip-Hop-Bewegungen oder auch mit dem Oberkörper ein bisschen mehr diese Isolation. Lass es ein bisschen mehr flowen hier im Körper, hep. Weil es halt ein ganz anderer Style für mich ist und komplett neu. Und da muss ich erst mal reinfinden. Nee, du guckst nicht hin. Guck hin in den Spiegel, während du das machst, zu mir. 7. Ich habe mir selber so viel Druck aufgebaut und dann hat sich die ganze Wut so in mir so gefangen. Und dann hat es nicht geklappt die ganze Zeit. Und dann habe ich halt so Selbstzweifel auch bekommen und war halt so mit mir selber am Kämpfen. Sei nicht so frustriert mit dir, ja? Das ist mein Job. Das ist nur mein Job, mit euch frustriert zu sein. Aber es fühlt sich, ne, es fühlt sich komisch an, wenn man eigentlich was anderes machen will, aber es geht nicht mit dem Körper, ne? Du willst, ich weiß das. Lass es raus, komm. Ah! Ja, das ist okay. Ich sehe, dass du dich bemühst, okay? Ich möchte nur nicht, dass du in dieser Energie dann bleibst, weil dann kann ich dir gar nicht mehr helfen. Ja. Okay? Ja? Ja. Okay, gut. Oh Gott, da kriege ich ja auch schon richtig Pipi in den Augen. Hör auf, ich wollte doch eigentlich nur einen coolen Move machen mit euch. Ja, hier. Schum, tack, go, hep, hep, go, hep, hep. Ja, und auf einmal geht's, ne? Ich dreh durch mit euch. Ich war dann echt sauer auf mich selber eher als auf Sarah. Muss ich halt mal weinen, aber es hat dann im Endeffekt auch gut getan. 6, 7, 8. Der erste Refrain endet mit einem Bodenteil. Aber Sarah hat heute noch mehr vor. 7, 8. Oh. Achtung, Achtung, eine wichtige Durchsage. Bitte die 8 heißen My Mufla, bitte in die Mitte, weil jetzt machen wir den Anfang der ganzen Performance, okay? Da haben wir ganz viele kleine Bewegungen, aber wir kreieren auch so ein Bild um ihn rum. Ja, also wir fangen die Mission da an. Wir haben ja jetzt erstmal mit dem Chorus angefangen, aber jetzt machen wir so ein bisschen den Anfang, okay? Gut, ich bin jetzt mal Mile. Ja, so. Toni, kannst du hier vorne sein? Pondor, ja, yeah. Pondor wechselt. Celine, du bist für den Anfang das Pondor. Mhm. Mach mal enger zusammen. Mhm. Was passiert, dass man nicht das gleiche Pondor eine ganze Performance hat? Celine hat so ein bisschen was Weicheres und Toni, der sehr so
Vielleicht passt das ganz gut, dass der eine ein bisschen von dem einen das nimmt und die andere nimmt sich von ihm ein bisschen das. Also auch, es muss ja auch ganz ehrlich so ein bisschen ausprobieren. Wer passt denn zusammen? Das ist ja auch ein Herausfinden für mich. Isabella, sei mal hier. Nee, hier. Hinter mir. So, Toni, Celine, geh ein Stückchen nach vorne vor Toni, sodass ihr euch die Mitte teilt. Ja, so. Mhm. Ich finde es ganz toll, dass ich ganz vorne bin, weil mir macht es auch sehr Spaß, so vorne sein zu dürfen. Und das ist auch wiederum eine Ehre, weil dass Sarah so die Rolle so für mich passend findet, so vorne zu sein. Wenn man vorne in der Mitte ist, dann fühlt man sich halt noch mehr erlöst oder frei oder halt noch mehr. Ist halt einfach schön. Auch das Anfangsbild erarbeitet Sarah wieder Stück für Stück. Sha, sha. Head, head. Ja. Boom, boom. Danke, Faster. Ja. Kum, kum. Ta, ha. Kaka, daka, di, ki, ki. Ha. Obey. Ja. One, two, three, four, five, six, seven, eight. Ihr geht zurück. Five, six, seven, eight. Mhm. Das ist eher so von innen. So. Nee, nee, das ist zu aktiv. Guck mal, so raus. Von deinem Feuerball da und rein. Woman rein. Woman rein. Woman rein. Yes, besser. One more time. Richtig nass ist der Junge, jawohl. Harte Arbeit. Krampf? Nice. Here we go. Five. Nice. Five, six, seven, eight. One, two, three. Die Choreo finde ich auf jeden Fall sehr cool. Es ist sehr abwechslungsreich. Weil das ist jetzt nicht so was Übliches, was man jetzt überall macht, wie so ein Slide, Pas de Bourrée, Sprung, eine Drehung, sondern es ist auch mal was anderes. Wollen wir das mal mit Musik machen? Yes. Mein Gott, can't wait. Let's go. Das finde ich sehr krass, wenn es sich so verändert, so wenn jemand nach oben geht und währenddessen jemand nach unten. Ich finde, das ist so ein krasses Bild. Heute war irgendwie ein ziemlich guter Tag. Also davor habe ich ja nicht so viel Kritik von Sarah bekommen, was ich auch eigentlich eher so als positiv gesehen habe, weil dann gab es wahrscheinlich nicht so viel, was ich falsch gemacht habe. Aber heute wurde ich auch ein paar Mal von Sarah gelobt, was auch sehr schön war. Nice. Übt jetzt die nächsten Tage bis zum Coaching-Tag für euch selber. Auch zusammen. Helft euch gegenseitig. Stellt euch für einen Spiegel. Übt das. Ich möchte das sehen am Coaching-Tag, okay? Good job! Erste Woche war bei! Es ist ja unser erster Coaches-Tag. Wir wissen noch nicht so ganz, was auf uns zukommt. Wir sind alle sehr gespannt und raten schon ein bisschen, wer da sein wird. Ich habe wirklich Angst davor, weil ich will nicht, dass ich irgendwie die Choreo vergesse oder sowas oder dass ich sie jetzt dauernd übe und dann trotzdem halt da irgendwie die nicht funktioniert und ich will unbedingt dieses Wochenende ganz viel üben. Gut gemacht, gut gemacht, gut gemacht. Auf Wiedersehen. Das nächste Wiedersehen ist der Coaches-Tag und dann sehe auch ich erst, was noch hängen geblieben ist, ne? Toi, toi, toi für alle. Es ist Coaches-Tag. Die Choreo muss sitzen. Und wer kommt eigentlich als Gastcoach? Sollen wir ihn reinholen? Ja! Okay, ja dann, also, und hier ist er.